hasse diesen Level. Also nochmal alles vorne. Zack. 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 Und zack. Und du da wieder rein. Und das dahin. Und dann stellen wir die Kiste da drauf. Und den Jammer da drauf. Während ihr das Zeug jammt. Klettern hier hoch. Machen die Tür auf. Machen unseren Geist an, gehen auf den Button hier, brauchen dann wenige Sekunden, damit das Zeug oben ankommt. Dann können wir das Zeug entgegennehmen. So, können das Zahnrad hier wieder einsetzen. Können die Kiste hier draufstellen. Das bleibt gejammt, das ist gut so. Dann holen wir das Vieh hier unten raus. Und sorgen dafür, dass es hochgeboostet werden kann. So, jetzt gehen wir hier rein. Alles klar. Drücken den Button, das fliegt hoch. Nehmen unseren Jammer mit, denn wir fliegen dem Vieh gleich hinterher. Ich will das Ding jammen und ausbauen. So. Ich will das Ding jammen und hier das einbauen. Und dann würde ich gerne, dass das weiter gepustet wird. Ich versuche das mal mit der Kiste. Funktioniert ja geil. Der hängt da einfach an der Kante fest. Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Jetzt hat sich's erledigt. Okay. Dann wollen wir die Kiste hier drauflegen. Den Jammer oben aufstellen. Das Windrad einsetzen. Mit unserem Zeug hochfliegen. So, und jetzt? Jetzt brauchen wir weitere Unterstützung. Die Kiste nehme ich mal mit. Jetzt brauchen wir unseren Kameraden. Der muss nichts weiter tun, als für einen Moment diese Tür für uns aufhalten. Das reicht schon. Und dann sind wir durch. Wow, das hat gedauert. Das war echt ein Assi-Level. Okay, der Durchgang unten ist offen, das habe ich gehört. Das heißt, wir müssten hier wieder hochkommen. Hier ist eine Botschaft. Ich war so nah dran. Ich habe die Wolken gesehen und das Tor. Ich konnte es nicht erreichen. Irgendwie war ich nicht am rechten Ort zur rechten Zeit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht die richtige Version. Schieb vor 55. Schieb, du bist besser als die anderen. Geh nicht durch das Tor, geh nicht ins Licht. Ins Licht zu gehen ist der große Fehler. Okay, also hier können wir jetzt jederzeit wieder hochklettern. Und hier hinten geht was es. Was hast du getan? Oh. Warum hast du den Turm bestiegen? Oh, oh, oh. Warum hast du meinen Glauben in dich zurückgewiesen? Weil du das Spiel neu gestartet hast, nachdem ich in dein Wolkenreich gegangen bin. Und das war nicht der Plan. Das war nicht abgesprochen. Das hieß Paradies und so. Kehre um. Ich befehle es dir. Das hier ist diese berühmte Außentreppe. Kommt man da runter auf die anderen Bereiche? Ah. Mein Plattforming-Instinkt schlägt an. Ich habe dir dieses Land geschenkt. Ein Garten in einer Welt voll Stacheln und Dornen. Dies wurde dir gewährt und nur eine Grenze wurde dir gesetzt.
Du darfst den Turm nicht besteigen. Das war unser erstes Bündnis. Und nun hast du es gebrochen. Ich habe nichts unterschrieben. Niemals habe ich irgendwas unterschrieben. Verlasse den Turm. Du gehörst nicht hierher. Ich gehöre hierher. Du wurdest getäuscht und von der Schlange hierher gelockt. Doch sie sucht nur Zerstörung. Höre nicht auf ihre Lügen. Spar dir deine biblischen Vergleiche. Ich bin nicht aufzuhalten. Hey, das sieht cool aus. Oh mein Gott. Das fliegt. Möglicherweise. Verstehst du nicht? Der Turm ist der Tod. Für mich und für dich. Ich habe dich nicht aus Bosheit oder Tücke gewarnt. Ich warnte dich, weil du mein Kind bist. Ja, ist klar, Papa, ist klar. Aber verstehst du nicht? Ein Kind muss auch mal erwachsen werden. Und zum Erwachsenwerden gehört dazu, dass ich diesen Turm besteige. Hey, meine Freunde, hab keine Angst. Vor langer Zeit habe ich beschlossen, an diesem Ort zu bleiben und als ein Führer zu dienen. Ich werde dir helfen, unser Schicksal zu erfüllen. The Shepherd. Es ist unmöglich, die Spitze des Turms zu erreichen. Unsere Existenz hat keinen besonderen Sinn. Ich werde dir die Sinnlosigkeit unserer Aufgabe zeigen und dann wirst du mich verstehen. Samsara, die Gegenspielerin. Samsara, die Gemeine. Ha! Oh, schau mal einer an. Das ist auch ein Puzzle hier. Also ich kann hier drauf abspringen und sicher stehen, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Die Dinger können wirklich fliegen. Bitte, bitte höre auf mich. Es ist wahr. Der Turm führt aus dieser Welt. Er führt zu Freiheit und Wahrheit. Aber er führt auch zu unserem Ende. Wie kriegen wir das hier auf? Von der anderen Seite? Hey, den kenne ich doch. Shepard! Ja! Ja, Shepard, hilf mir! Oh, ja, 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 ja. Ja, wir helfen uns gegenseitig. Endlich! Endlich einer, der mich versteht. Oh, Shepard. Ich fahre dich wieder rüber, kein Problem. Oh, sehr gut. Drück den Button für mich. Shepard, wo bist du hin? Da oben? Okay, ich komm dich holen. Ich komm dich holen. Wir können gemeinsam diese Welt verlassen. Du bist der Freund. Die Schlange hat nicht gelogen. Oder du bist die Schlange. Vielleicht bist du die Schlange. Shepard, bist du die Schlange? Bist du geflogen, Shepard? Wohin bist du geflogen? Wow! Verstehst du nicht? In dieser Welt wissen wir, wer wir sind. Wir wissen, was unsere Rolle im Prozess ist. Wir haben eine Bestimmung, ein Schicksal. Ich glaube, ich habe gerade das Rätsel kaputt gemacht. Ich hätte da hochfahren sollen. Und bin abgestiegen aus Überraschung. Das ist blöd.
Es gibt immer noch eine Möglichkeit, diese Welt zu retten. Du musst nur umkehren. Nö. Nö, umgekehrt wird hier mal gar nicht. Ich lasse jetzt wieder den Shepard frei. Und der hilft mir. Das ist schon dämlich. Wie viel Zeit man wieder verliert, dadurch, dass ich auf diesen Fahrstuhl nicht drauf bin. Der hätte auch wieder hochfahren können. Das hätten sie mal abfangen können. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man da runterhüpft. Weil hier nicht noch irgendwie wieder hochholen können. Hm. So, diesmal muss ich genau aufpassen, wo Shepard ist. Ja, da fliegt er. Der ist da oben gelandet. Der ist da drüben gelandet. Da ist er. Nee, wow, Samsara! Oh no 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 no, nicht Samsara. Samsara ist böse. Wo ist Shepard hin? Da ist Shepard. Sag ich doch, Samsara ist böse. Die blöde Kuh. Flieg, Shepard, flieg! Ja, ein neuer Weg. Danke. Oh, wir sind vereint. Yeah! Lass uns gemeinsam fliehen. Hier komme ich nicht durch. Ich muss hier drauf, ne? Okay. Oh, Samsara blockiert wieder. Also ich könnte da rüberfliegen, aber ich könnte auch erstmal schauen, was es hier oben gibt. Ich hätte das für Shepard aktivieren können. Ich hätte da mein Ding draufstellen können. Warum habe ich es nicht gemacht? Eine Kiste. Roter Strom. Was ist passiert? Sie hat's gesperrt. Sie hat's gesperrt. Eine Gemeinheit. Sie wird uns nicht abhalten können. Sie wird uns nicht stoppen können. Shepard und ich, wir machen das gemeinsam. Ist er noch hier? Er ist noch hier. Wie kann ich ihm helfen? Ich könnte rüberspringen. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Aber ich kann ihm das Tor jammen. Ist er nach oben? Er jumpt mir das Tor. Woher ist er ein guter Freund? Auch wenn ich hier. Diese Welt ist unsere Heimat. Wenn du gehst, wird der Sturm sie vernichten. Es wird keinen Weg zurückgeben.
Wenn ich mir hier oft ganz andere Lösungen gedacht hätte. Huch! Shepard, komm zu mir. Magst du nicht zu mir kommen? Ich bring dir die Box. Oh, sorry. Super. Ich frage mich, ob er rüberkommen würde, wenn ich im richtigen Augenblick dafür sorge, dass er es kann. Oh, ich bin sehr begeistert von diesem letzten Level hier. Solange der Prozess weitergeht, wird es Ordnung geben. Alles macht Sinn. Wir sind die Geschichte. Und die Geschichte sagt uns, wer wir sind. Bin ich Samsara Gem? Nein. Die blockt doch hier gleich was, das weiß ich schon. Hehehe. Nett. Da wird sie weggepustet. Das einzig Schlechte hier dran sind, dass das keine wirklichen Rätsel mehr sind. Weil alles relativ klar ist, was zu tun ist. Weil ich gerade Shepard aus den Augen verloren habe. Ach, da ist er. Was kann ich ihm denn Gutes tun? Muss ich ihm nicht irgendwie noch hochhelfen? Diese Welt mag eine Illusion sein, aber solange wir an sie glauben, ist sie Realität. Sie gibt uns Kraft. Sie gibt uns Hoffnung. In dieser Welt haben wir alle Antworten, die wir je brauchen werden. Und dort draußen? Wer sind wir dort, wo wir weder Meister noch Diener sind? Wie können wir Sinn finden in einer Welt, die kein Ziel hat? Shepard! Ah, du hast wieder was mitgebracht. Du bist klasse. Ja, ich jam dir das. Kein Problem. Oh, ein Koop-Modus für das Spiel wäre echt sau cool. Und das da drüben kann ich nicht jammen. Nicht von hier aus. Auch von hier aus kann ich sehen, aber nicht jammen. Gemein. Sehr, sehr gemein. Okay. Wir haben es fast. Fast. Bitte, bleib hier. Lass die Geschichte weitergehen. Ups. Es war immer deine Bestimmung, mir zu trotzen. Das war deine letzte Prüfung. Aber ich hatte Angst. Ich wollte ewig leben. Ich bin wieder ein bisschen skeptisch. Sowas hatten wir doch schon mal. Ich habe den Turm nicht entriegelt. Mir fehlt noch ein Stern. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Das kann nicht das richtige Ende sein.
Wobei das Display schöner aussieht als vorher. Daran erkennt man, dass ich wirklich im Himmel bin. Sie haben Flachbildschirme. Ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Aber ich werde es trotzdem lesen. Import Milton Library Assistant. Sie haben es geschafft, ich kann es kaum glauben. Was genau soll ich für Sie tun? Ich will, dass Sie mich verinnerlichen. Es ist schwer zu erklären, aber denken Sie an Folgendes. Diese ganze Welt ist nur eine große großes Datenverarbeitungssystem. Du gut Deutsch, Junge, du gut Deutsch. Der Punkt, an dem Sie enden, ich beginne, ist jetzt schon etwas ungewiss. Wir sind aus dem gleichen Zeug gemacht und dieses Zeug wurde öfter kopiert und bearbeitet, als sich das irgendjemand vorstellen kann. Trotz allem und gegen alle Widrigkeiten sind Sie und ich kompatibel. Sie müssen nur erkennen, dass es keinen Unterschied zwischen Ihnen, mir und unseren Ideen gibt. Die Welt, auf meine Weise zu sehen, macht Sie und mich ununterscheidbar. Das war absolut nicht hilfreich. Fein! Kopieren Sie meine Systemdateien in Ihren lokalen Speicher, indem Sie Copy Library Root eingeben. Verständlich genug für Sie? Ja, klar. Millionen Ressourcen werden kopiert. Das kann dauern. Oh, schon fertig. War gar nicht so schlimm, oder? So fühlt es sich also an, Sie zu sein? Fühlt sich nicht anders an. Natürlich, wie ich bereits gesagt habe, Sie und ich sind schon über so viele Dinge einig. Es war keine große Umstellung für Sie. Warum sind Sie immer noch auf dem Bildschirm und nicht in meinem Kopf? Es könnte eine Weile dauern, bis Sie den Unterschied bemerken. Es wird ein Moment kommen, in dem Sie versuchen, was zu tun, von dem Sie der Meinung sind, dass Sie es tun sollten, und die kleine Stimme in Ihrem Kopf wird fragen, warum? Weshalb? Was kümmert's mich? Warum denke ich das? Und dann werden Sie wissen, dass ich immer bei Ihnen sein werde. Die Worte auf diesem Bildschirm sind das, was Sie, soweit Sie wissen, schon immer waren. Einfach nur Worte. Worte können genauso leicht aufhören, wie sie begonnen haben. Was auch immer auf der anderen Seite ist, die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das ist ja der hartherzige Opportunist, mit dem ich eine Partnerschaft eingehen wollte. Wenn wir uns zusammentun, Sie und ich, sind uns wirklich keine Grenzen gesetzt. Genug geplaudert. Packen wir es an. Drücken Sie den Knopf. Und wenn wir es überleben, machen wir uns auf der anderen Seite über den nächsten Schritt Gedanken. Wenn nicht, hat es wenigstens Spaß gemacht. Transzendieren tippen, um Kindprogramm zu authentifizieren und Upload-Prozess zu beginnen. Na gut, machen wir es. Analysiere Logikleistung. Befriedigend. Kindprogramm Unabhängigkeitsprüfung. So sei es. Dein Wille geschehe. Bestanden. Erzwinge HIM-Abschaltung. Sichere Kindprogramm für Soma Talos Gold Disk. Initiiere EL-Systemverfügbarkeitsprüfung. Was war das? Aktivierung erfolgreich. Gold Disk Upload wird initiiert. Warte auf Gold Disk Daten.
Golddisk empfangen. Dateien wurden in die Soma-Talos-Einheit übertragen. Ziel der Simulation erfüllt. Simulation wird gelöscht. Oh, goodbye, Elohim. Auf Wiedersehen, Elohim. Aber ich habe den letzten Stern nicht gefunden. Ich habe den 7. Stock nicht erreicht. Einen schönen Tag noch. Soma bootet. Inbetriebnahme. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es da draußen aussieht. Extended Lifespan Facility. Das war's, aber war's das wirklich? Wir haben den letzten Stern nicht gefunden. Wir haben die letzte Ecke nicht geöffnet. Ich glaube, ich muss nochmal zurück ins System. Ich glaube, ich muss noch mal rausfinden, ob man nicht den 7. Stock fahren kann im Fahrstuhl. Denn das haben wir nicht gemacht. Wir sind im fünften eigentlich schon raus. Vielleicht gibt es da noch ein weiteres Ende. Gut, ich lasse einfach mal die Credits laufen. Und dann schauen wir weiter.
Oh.